Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Shredded Up Adventskalender. So sieht der aus. Ja. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, der Shredded Up Adventskalender. Mensch, sag das mal ganz schnell, hintereinander, kriegst du nicht hin. Hat 24,95 gekostet. Letztes Jahr hat er mich nicht so ganz überzeugt, aber ich bin sehr gespannt, was sich dieses Mal drin verbirgt. Und ich habe ihn von DM, weil das ist ja auch eine Eigenmarke von DM. Optisch spricht er mich ehrlich gesagt nicht an. Dann gucken wir mal, wie wir mit der Nummer 1 starten dürfen. Die Kläppchen lassen sich übrigens gut öffnen. Fast schon zu gut. Ja, aber die Produkte kriegst du nicht gut raus, deswegen habe ich hier meine Hilfe. Wir haben drin einen Highshine Lipgloss. Ich liebe Lipglosse in der Farbe 040. Deswegen finde ich das gut, dass er mit drin ist. Und den swatche ich doch mal auf meiner generell schon geschundenen Hand. Denn ich habe eben den NYX Adventskalender aufgemacht. Das ist ja geil. Wir haben so einen richtigen Pinselapplikator. Okay, streife ich mal ein bisschen ab. Riecht echt angenehm. Schöner Auftrag. Wirklich richtig schöner Auftrag. Doch, das gefällt mir. Das ist eine extrem schöne Farbe und deswegen sage ich, das erste Kläppchen gefällt mir. Der Start ist positiv vonstatten gegangen. Gut. Die Nummer 2 haben wir hier oben. Hier haben wir einen Nagellack drin und Leute, die Nagellacke von Trended Up sind echt gut. In der Farbe 012 ist dieser Double Volume and Shine Nail Polish, das ist dieser hier. Mir persönlich ist er zu nudig, weil, Leute, ihr seht selber, ich mag gerne bunte Nägel. Und wenn ich dezente Farben nehme, dann halt so diesen Ballet Slippers von Essie oder ein Weiß oder sowas. Aber halt sowas nehme ich nicht. Meine Freundinnen haben das mal die Farbe Leberwurst genannt, als ich sowas auf meinen Fingern hatte. Ja, deswegen, der wird weiter wandern. Ich weiß nicht, machen wir in diesem Video eine Verlosung? Ich würde sagen, wir machen eine Verlosung und ich packe euch den mit rein. Wenn es euch nicht gefällt, müsst ihr nicht an der Verlosung mitmachen. Ich zwinge hier niemanden. Die Nummer 3 haben wir hier unten oder in der Mitte vielmehr. Oh, das... Entschuldigung, ich habe deine Augen kaputt gemacht. Oh, Trended Up Ultra Smoky Eyeshadow Pen. Das hört sich sehr, sehr interessant an. Da kann man bestimmt auch total leicht ein Smoky Eye mitmachen. Dann wird hier wahrscheinlich so ein Stift sein. Ich mache es vorsichtig auf, weil den möchte ich euch eigentlich ganz gerne verlosen. Ich kriege ihn gar nicht auf, deswegen lassen wir ihn zu. Da wird dann wahrscheinlich ein Stift drin sein, denn auf dieser Seite befindet sich ein Schwämmchenapplikator. Damit kann man das Ganze dann schnell und einfach aussmoken. Der kommt aber in die Verlosung mit rein, weil ich sowas sehr, sehr selten trage. 4 ist hier. Bronzing Lipstick in der Farbe 005, das ist dieser hier. Und der ist so zum Hochdrehen, das finde ich auch ganz cool, der sieht echt gut aus. Das ist so ein schönes Rose Gold, eine tolle Farbe, so ein bisschen shimmery. Ah, die ist richtig schön, guck dir das an. Sehr dezent, aber trotzdem echt schön, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, den auch ganz normal so im Alltag zu tragen. Das gefällt mir, der ist toll. Witzig, dass ich einfach die Lippenprodukte behalte. Die Frau hat einen Schuss. Okay, die Nummer 5 haben wir hier. Die ist lang und schmal. Oh, ist das der passende Lip Liner dazu? Boah, sehr schwer ließ ich das jetzt gerade rausnehmen. Das ist der Bronzing Lip Liner. Genau, und das ist in der Farbe 005. Das passt dann wohl perfekt dazu. Mega geil. Ja, oh, hammermäßig. Oh, super soft, muss man aufpassen. Ich habe gerade daneben geschmiert. Aber es passt extrem gut dazu, ne? Das finde ich toll. Vor allem, dass es in aufeinanderfolgenden Kläppchen kommt. Ich muss es nur mal kurz sauber machen, weil ich habe rumgesaut. Ja, ist einfach so ein Stift zum Anspitzen, ne? Das ist ein Plastikstift. Ich weiß gar nicht, ob der... Nee, der Anspitzer ist hier hinten nicht mit bei, aber man nimmt sich dann einfach einen anderen, den man da hat. Muss man nur aufpassen, weil die sich dann natürlich schneller abnutzen, ne? So, Nikolaus ist für mich immer wichtig und ich glaube, Trended Up hat auf uns gehört, denn das Kläppchen ist schön groß. Baby, ja. Das ist ein gutes Kläffchen für Nikolaus, Leute. Ist das cool? Natural Radiant Highlighter. Und du hast hier als Prägung einfach mal ein Rentier drauf. Und hier hinten steht auch alles Gute zum Nikolaus. Wünscht dir Trended Up. Vielen Dank, Trended Up. Ihr habt
Ihr habt uns zugehört. Ist das geil? Ich hoffe, man sieht die Prägung. Es ist wunderschön. Es ist ein Rentier. Meine Herren. Es ist, wird dann wohl so ein Holo sein, aber ich möchte jetzt nicht ein Spielverderber sein, aber diesen Highlighter werde ich tatsächlich einer Freundin in den Adventskalender packen, denn das ist ein perfektes Adventskalenderprodukt. Also Props auf jeden Fall an Trend It Up. Das ist ein geiles Produkt. Vielen, 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 vielen Dank. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wie die Pigmentierung ist. Es tut mir höllisch leid. Ihr werdet mich dafür wahrscheinlich roasten, aber ich habe ihn, ne? Ich möchte ihn gerne einer Freundin geben. Ja. Entschuldigung. So, die Nummer 7 haben wir hier unten. Okay. Au, oh, ich habe schon wieder getan. Oh, hier haben wir noch einen von den Ultra Smoky Dingern. Ne, das ist ein Ultra Smoky Lipstick. Das andere war ein Ultra Smoky Eyeshadow. Und damit kannst du dir richtig rauchig lilafarbene Lippen machen, wobei nicht wirklich lila, das ist ja so ein Metallic irgendwas. 010 ist die Farbe. Besonders farbintensiver Lippenstift mit Velvet Finish und pflegendem Avocadoöl. Der integrierte Blending Brush ermöglicht eine individuelle Deckkraft. Also das ist echt cool. Und es gibt ja diesen Trend, dass man halt das so ausgeblendet macht, ne? Dass du in der Mitte intensiver bist und nach außen hin das ausblendest. Deswegen finde ich den echt schön und den lege ich auf Seite. Da weiß ich noch nicht, ob ich euch den mit in die Verlosung mache oder ein anderes Lippenprodukt, was hier gegebenenfalls noch kommen wird. Da muss ich schauen, weil ich möchte euch jetzt nicht 5 Lippenprodukte hier reinlegen bei einem normalen Kalender. Die Nummer 8. Oh, ein Nagellack. Das hat man jetzt, also ich bin gerade begeistert. Sowas sieht man auch nicht häufig. Soft Matte Nail Polish ist das. Das ist die Farbe 004 und das scheint ein mattes Rosa zu sein. Das ist ja cool. Finde ich extrem interessant. Also ich weiß nicht, ob der andere Lack dann quasi matt macht oder ob das selber ein mattes Produkt ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass man von Barbour auch so ein ganz, ganz teures Produkt kaufen kann. Deswegen, wow, krass, dass der mit drin ist. Also Trend It Up hat sich gemacht. Jetzt sind wir bei dem Kläppchen Nummer 9. 8 haben wir schon gesehen. Und ich muss sagen, wir haben wirklich gute Abwechslung hier drin. Die haben sich wirklich gemacht. Nummer 9. Die Nummer 030 Matt von dem Ultra Matt Lipstick ist das. Und die hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon drin. Das heißt, ich dürfte die schon da haben. Das ist einfach ein Rosenton, ein Rose-Ton, rosy, cozy, irgendwas. Feiere ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr wie die anderen, die ich jetzt hier schon auf meiner Hand drauf habe. Obwohl das eigentlich eher ein neutralerer Ton ist. Aber gut, die Nummer 10, wir gehen ins Zweistellige. Haben wir hier oben, das ist auch wieder lang und schmal, Ultra Slim Kajal in der Farbe 040 und das ist so ein schöner Grauton, das gefällt mir richtig gut. Sowas kann man auch gut im Alltag einfach tragen, das ist so eine ganz dünne Mine zum Hochdrehen. Swatche ich euch hier auch mal. Oh ja, das ist halt so ein richtiges Grau einfach, ne? Finde ich total cool, dann hat man das nicht zu intensiv, wenn man einfach nicht so doll schwarze Augen haben möchte im Alltag, sondern so ein bisschen subtiler, ist es eine ganz gute Geschichte. Die Nummer 11 haben wir hier unten. Und hier haben wir wieder ein Nagelprodukt drin. UV Power Gel Nail Polish in der Farbe 040. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob man dafür, ich glaube nicht, dass man dafür eine separate UV-Lampe oder sowas braucht, ne? Speziell UV-Nagellack verleiht ein hochglänzendes Gel-Finish und perfekte Haltbarkeit, zweimal auftragen, je 2 Minuten bei Tageslicht trocknen, danach UV-Power-Gel-Topcoat verwenden. Dann hoffe ich, dass der UV-Power-Gel-Topcoat hier mit drin ist, denn die Farbe finde ich super interessant. Nummer 12. Wir sind jetzt bei der Halbzeit. Die Halbzeit muss meiner Meinung nach auch ein bisschen was Besonderes sein, weil wir haben dann die Hälfte vom Adventskalender erreicht, die Hälfte von der Adventszeit. Das ist so mein, ne, Empfinden. Und das ist hier lang und schmal, aber nicht ganz so schmal wie gerade. Oh, ein Nude Lip Lace. Geht ihr bewusst zu der Trend It Up Theke und schaut, was es da so gibt stöbert so durch, weil ich habe viele von diesen Produkten noch nie gesehen. Ja, das ist jetzt in der Farbe 010. Ich weiß nicht, was das sein soll. Es ist vielleicht so ein Lip-Lack. Hochglänzender Lipgloss in Nude-Optik mit wertvoller Kakaobutter. Ich liebe Kakao.
Ich liebe Kaffee, ich liebe Kakao, ich liebe so vieles, was ungesund ist im Leben. Boah, riecht das gut. Es riecht wie warmer Kakao. Hammer. Okay, schauen wir mal. Es hat auch schon ein schönes glossy Finish. Ja, ein bisschen hell, da muss man aufpassen, dass die Zähne nicht gelb aussehen, aber gefällt mir. Schöne Geschichte. Nude Lip Lace. Oh, ich will in meine Hand beißen. Die Nummer 13 haben wir hier unten. Oh, hier haben wir ein Nagelprodukt. Aber eine richtig geile Farbe. Cool. Das ist 0,50 ist hier die Farbe. Und das ist, ich glaube, eine Mini-Version, weil wir hier nur 6 Milliliter drin haben. Ich habe so einen, der fast genauso aussieht von Essie. Das heißt, den hier gebe ich euch tatsächlich auch in die Verlosung mit rein. Ich finde diese Farbe aber richtig geil. Das ist ein schönes, ja, blau-grün. Mega geil. Dunkel Türkis, Leute, Türkis und ich, wir sind so, ich mag es halt, ne? Okay, ja geil, das war die 13. So kann es auch jeden Fall weitergehen. Hier 14. Also es macht mir Spaß hier mit diesem Adventskalender. Hier haben wir einen Lidschatten drin. Scarabeo Eyeshadow. Das ist ein Mono-Lidschatten, der so ausschaut. Die Nummer 050. Ich mag nicht so gerne Monos, bin ich ehrlich. Das heißt, ihr habt schon ein Augenprodukt. Ich gebe euch den trotzdem mit in die Verlosung mit rein, ne? Ich swatche den jetzt auch nicht. Genau, aber das ist so ein schöner, schillernder Ton. Also den wirklich auch zusammen im Smoky Eye ist, glaube ich, eine richtig geile Nummer. Aber solche Töne habe ich tatsächlich auch schon in meinen Paletten drin. Also, ne? Bringt mir das nicht so viel. Die Nummer 15 haben wir hier oben. Oh mein Gott. Ist der geil. Ich hatte letztens erst von Alterra einen Nagellack in einer ähnlichen Farbe, der mir meine Nägel gelb gestained hat. AF, ne? Also ich sag euch das. Ich hoffe, dass der das nicht machen wird. Das ist ein Christmas Nail Polish in der, ja, Christmas-Variation. Und da schreibt uns tatsächlich auch Trend It Up hier hinten drauf. Das Trend It Up Team wünscht dir eine funkelnde Weihnachtszeit. Vielen Dank, habe ich Bock drauf auf eure funkelnde Weihnachtszeit. So, die Nummer 16 schauen wir uns nun an. Die ist hier. Ich warte ja immer noch auf diesen Überlack, ne? Den UV-Polish-Gedönsen. Hier haben wir wieder einen Lippenstift drin. Das ist die Farbe 020 Shiny. Ein relativ heller Ton wird das sein. Der ist auch sehr, sehr alltagstauglich. Und ich glaube, ja, den packe ich euch in die Verlosung mit rein, weil das halt wirklich ein tragbarer Ton ist, ne? Hier oben haben wir die Nummer 17. Sie ist klein und fein. Vielleicht wird da ein Anspitzer drin sein. Nee. Ohne Witz, wir haben hier keine Füllprodukte drin. Jedenfalls bislang noch nicht. Ich will es nicht beschreien, aber, ne, ansonsten knallen die uns hier doch immer 5 Nagelfeilen und so rein. Enriching Nail Wax. Wer kann es gerade mehr gebrauchen als ich? Ist das geil. Wo mache ich das hin? Mache ich das auf die Nägel? Das riecht schon mal ganz angenehm. Oh, super angenehme Konsistenz. Wird direkt mit Hautkontakt quasi flüssig, dass es so ein Öl wird. Oh, den mache ich mir einfach auf mein Nagelbett. Boah, das muss gerade sein. Denn, ne, dann nimmst du dir so ein Pöttchen einfach mit und dann machst du dir das einfach. Ich weiß nicht, ob das für das Nagelbett ist oder für die Nägel allgemein, aber dann machst du dir das einfach so zwischendurch mal drauf und pflegst dir einfach mal deine Nagelhaut, die einfach so mitgenommen ist. Warum auch immer, wahrscheinlich bei mir wegen 4 Stunden, 5 Stunden im Garten vor 2 Tagen. Plus dann jetzt noch die ganzen Adventskalender auspacken und so. Ja, ich heul gerade rum, es tut mir leid. Aber geil, das gefällt mir. Weil Trend It Up hat ja auch Pflegeprodukte, deswegen ist es echt nett, dass die auch Pflege hier mit reinpacken. So lernen wir das Sortiment noch ein bisschen besser kennen. Die Nummer 18. Ich habe es zu weit aufgerissen mal wieder. Ne? Hier haben wir wieder einen Contour and Glide Lip Liner, diesmal mit Anspitzer in der Farbe 020. Das ist dieser hier. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Hat er denn so einen großen Unterschied zu dem anderen Lip Liner, den ich hier habe? Oh ja, natürlich, weil er nicht schimmert. Dieses Schimmern, was hier hinten drauf ist, zeigt sich hier, das ist jetzt der ganz unterste Swatch, im Swatch definitiv nicht. Ne? Das ist ja auch interessant. Warum machen die sowas? Das ist ja verwirrend.
Na, na. Okay, aber cooler, ne? Weil den kannst du halt wirklich zu vielen Lippenprodukten kombinieren. So, Nummer 19 haben wir hier unten. Die hat sich auch schon ein bisschen von alleine geöffnet. Endless Effect Mascara. Packen die einfach eine Mascara in eine 19? Andere machen Mascara als Highlight-Produkt in eine 24, ne? Mega. Das finde ich cool. Hat eine super interessante Verpackung. Also der Trailer-Up Adventskalender, Leute, schaut euch den auf jeden Fall an. Vielfältig, interessant. Fazit jetzt mal einfach mittendrin, ne? Die Bürste ist relativ trocken, aber es ist eine Gummibürste, die echt angenehm nach Volumen aussieht. Riecht ganz okay, also jetzt nicht stinkend oder sowas, finde ich in Ordnung. Endless Effect. Muss ausgetestet werden, Leute. Leute, von heute. Dieser Adventskalender macht mich glücklich. Die Nummer 20 darf weitermachen. Wieder einen Stift. Und ich habe Hunger. Gleich waren wir zum Chinesen. Okay. Ultra Wear Nude Pen Matt. In der Farbe 010. Das ist nun mal gar nichts für mich, ne? Ich mag nicht so gerne matte Lippenprodukte. Das ist bei meinen trockenen Lippen einfach nicht so cool. 21 haben wir hier unten. Hammergeile Farbe. Prisma Tip Nail Polish. Das ist dieser hier. Der sieht heftig geil aus. Das ist die Farbe 040 und den in Kombi mit dem hier wird ein Traum. Richtig geil. Dann hast du diesen normalen lila, leicht gräulichen Ton als Unterton und darüber kabuff auf den Fingern, wo du es haben willst. Keine Ahnung, auf dem Ringfinger oder auf dem kleinen Finger oder so, ne? Mega geil. Doch, das feiere ich. Also die haben schöne Produkte. Das wusste ich so nicht. Nummer 22 haben wir hier unten. Das scheint auch wieder so ein Nude Wear Matte Lip Pencil zu sein. Waterproof Lip Color. Okay, und das ist die Farbe 020. Mit Avocadoöl steht hier hinten drauf. Die packe ich euch auch mal mit in die Verlosung. Ich glaube, sowas ist auch eine ganz tragbare Farbe, oder? Die Nummer 23. Oh Gott, wir sind schon am Tag vor Nikolaus. Vor Heiligabend. Wo ist die? Da. Mensch, es geht ja schnell hier, ne? Wenn es Spaß macht, dann geht es immer schnell. Das finde ich jetzt cool. Ultra Smoky Lip Liner in der Farbe 010. Und Leute, solche dunklen Farben, die sind nie weg. Die sind einfach nie weg. Finde ich klasse. Werde ich behalten, werde ich verwenden. Das ist halt so ein richtig gräuliches Braun. Ist auch einfach mal was anderes, ne? Das ist toll. Ja, Trended Up was Gutes gemacht. Und jetzt bin ich wirklich, wirklich gespannt, was die jetzt in die 24 gepackt haben. Denn das hat schon eine Größe von einem Palettchen, oder? Das wäre natürlich richtig geil. Nee. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht, muss ich gestehen. Ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, okay, vielleicht ein Blush oder eine Palette oder so. Nee, die haben hier jetzt einfach mal noch einen Highlighter reingepackt. Okay, schade. Ja, Natural Radiant Highlighter. So This is Christmas ist hier die Farbbezeichnung. Frohe und besinnliche Weihnachten wünscht dir Trended Up. Das sieht cool aus, ne? Der ist ein bisschen mehr in Champagnerfarbene, während der andere mehr so ins weißliche, rosé, kühle, wie auch immer geht. Ich halte die mal nebeneinander. Also die sind schon unterschiedlich, ne? Da haben wir den von Weihnachten, der ist ein bisschen wärmer und den von Nikolaus, der ist ein bisschen kühler. Ach schade, beide mit einem schönen Pressing. Mensch, Trended Up. Jetzt mal unter uns zwei Hübschen, hm? Wenn das jetzt ein Blush gewesen wäre oder so, wäre das ultra. Und ich hätte gesagt, der perfekte Adventskalender. Aber dann macht ihr da leider zwei Highlighter rein. Das ist schade. Naja, egal. So ist das Leben eben. Trotzdem finde ich diesen Adventskalender für 24,95 durchaus gelungen und schön. Wirklich. Er gefällt mir. Ich finde, das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe euch jetzt ja auch gerade wahrscheinlich eingeblendet, was der wert ist. Ich finde einfach, dass man hier einen guten Rundumschlag bekommt. Und ich denke auch, dass ich diesen Adventskalender ein paar von meinen Freundinnen empfehlen werde, sich den einfach mal anzuschauen, weil du hier mehrere verschiedene Produkte bekommst in aufregende Nuancen, aber auch in tragbaren Nuancen. Gut, dass man den zwei Highlightern ist okay, aber ich meine im Prinzip, was brauchst du im Leben? Einen kühlen und einen warmen Highlighter und das war's. Theoretisch. Oder nur ein Highlighter. Ja, aber ne? Es ist irgendwie, ja,
hätte anders laufen können. Egal, wie viel die Worte. Mir hat trotzdem der Adventskalender gut gefallen. Das ist einfach mal so unterm Strich. Denkt auf jeden Fall an die Verlosung. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Vielleicht packe ich auch noch das ein oder andere mit ins Päckchen, damit das Päckchen voll wird. Und ja, ich behalte doch ganz schön viel von den Produkten. Hätte ich jetzt auch nicht so mitgerechnet. Sprich für den Adventskalender. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten mein neuestes Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!